Motze da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 4 Updates, 7 neuen Mods und einer neuen Karte. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all den Abonnenten. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dem Kanal die Treue haltet. Dieses Video wird präsentiert von dem German Locomotive Driver alias Loki. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update heute für die Mod Multi-Zeichen von Dominik. Downloadgröße 0,11 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, i3D-Modell korrigiert. Das Getreide- und Flüssigkeitenlager von Misty Bee kriegt das nächste Update. Downloadgröße 11,03 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, rekonfigurierte Silo-Kapazität, Schneemaske aktualisiert und neu positioniert, neues Flüssigkeits-Silo, Temp, schwedische Übersetzung hinzugefügt. Der Lagerhaufen für Erdfrüchte und Steine von Zottelzock kriegt das nächste Update. Downloadgröße 8,38 MB. Jetzt in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleine und mittlere Lager hinzugefügt. Das letzte Update für heute kommt für den Mac Superliner X von 82 Studio. Downloadgröße 40,6 MB. Jetzt in der Version von 1.1.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, hinzugefügt, Unterstützung von Beifahrersitzen, Kubota TLC erforderlich, Heckzugmaul, verstellbare Sattelplatte, gefixt, Getriebeübersetzungen, kleinere Korrekturen und Änderungen. Und dann wurde noch nachgereicht, Schmutzfänger konfigurierbar. Und dann kommen wir schon zu der neuen Karte und zwar heißt diese die Rombotsstraße. Kommt von JM Gaming, Downloadgröße 194,59 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. JM Gaming hat schon eine andere Karte in den Mod Hub gebracht und zwar die Rüsugswald. Und zwar hat er diese im schweizerisch-französischen Jura gespielt, daher auf der französischen Seite. Jetzt hat er das Gebiet ein bisschen ausgeweitet, bleibt aber in dieser Region und zwar heißt diese Franche-Comté und das ist auch, wo diese Karte spielt. Willkommen auf der Rombotsstraße, welche sich in Frankreich im Zuchtgebiet des Comtois Pferdes, aber auch in einem Gebiet, in dem der berühmte Le Comté-Käse hergestellt wird, befinden. Die Karte beinhaltet 60 Ackerflächen in allen Größen, 20 Weiden, 20 Waldgebiete, 5 gebrauchsfertige Freiflächen zum Aufbau deiner eigenen Farm, 3 Geschäfte, um ihre Produkte zu verkaufen, ein Sägewerk. Im einfachen Modus haben sie eine voll ausgestattete Farm. Erkundigen Sie den Wald und finden Sie Schmugglergeschichten. Bewirtschaften Sie die großen Parzellen von bis zu 30 Hektar oder konzentrieren Sie sich auf die Viehzucht, um Käse herzustellen. Habe Spaß! Benötigte Mod, Placeable Power Lines von Top Ace 888. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, kommen wir hier raus. Ich weiß nicht, warum diese Bäume so flickern. Ich kann es nicht abstellen. Ich habe sogar den Shader gelöscht, neu geladen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an mir liegt oder ob das bei allen der Fall ist. Hier ist schon mal ein Schild, das ist die Siri Opre, das heißt, hier geht es lang zum Sägewerk. Und hier haben wir unseren Haupthof. Wir haben hier ein Gewicht stehen. Ich habe schon einmal einen IBC-Tank mit 2000 Liter Pflanzenschutzmittel. Dann haben wir hier natürlich unsere Garage. Da ist unser Pickup drin und natürlich auch der Umkleidetrigger und wie auch hier natürlich der Schlaftrigger. Dann haben wir hier eine mittelgroße Hörmannhalle mit einem Unterstand hier. Die ist ziemlich gefüllt mit Equipment, das gehen wir dann im Detail durch. Hier haben wir noch etwas mehr Equipment außenrum stehen. Hier haben wir einen Dieseltank stehen und hier haben wir ein Silo stehen. Hier fällt direkt auf, dass hier die Angleichung nicht sehr gut gelungen ist. Also hier müsste auf jeden Fall noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Wir schauen uns kurz mal die PDA an und sehen, dass die Felder
sehr verstreut sind, alle in verschiedenen Größen sind und vor allem sind dies nicht diese quadratisch praktisch Gutfelder, sondern das ist sehr natürlich geformt. Wenn wir die Karte als neuer Farmer starten, dann haben wir diese Landstücke, die zum Hof gehören. Wir haben erstmal den Hof mit dem angrenzenden Wald, das haben wir schon gesehen. Und hier haben wir auch ein Feld, das hat eine Größe von ca. 14,8 Hektar. Hier haben wir weitere Waldflächen, hier haben wir noch weitere Sachen und hier haben wir etwas an Tiergehegen stehen. Einmal ein Schweinestall, ein Pferdestall und einen Kuhstall. Wenn wir schon auf der PDA sind, schauen wir uns kurz an, wo und welche Produktionen verbaut worden sind. Also im Norden haben wir keine. Hier unten haben wir die Molkerei, die Bäckerei. Hier haben wir die Schreinerei und das Sägewerk. Ladestationen oder Kaufstellen haben wir natürlich hier oben. Eine Tankstelle. Hier haben wir die Bienenhonig-Palettenstation. Das ist da, wo der Bienenhonig spawnt, weil hier haben wir auch Bienenstöcke, die da stehen. Dann haben wir diesen Treibstofftank, den haben wir gesehen und wir haben einen Wassertank. Verkaufspunkte und Abladestellen haben wir hier oben. Einmal die Maisch, dann den Supermarkt. Hier haben wir Grand Vaux. Hier haben wir unser Farmsilo, das ist ganz klar. Und hier unten haben wir Le Prillo. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender. Es gibt keine Zusatzfrüchte. Dann kommen wir zu der Verkaufsliste und wir können sehen, dass eigentlich fast alles verkauft werden kann. Also Wolle kann ich nicht verkaufen. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe, was nicht passt. Dann haben wir auch keine Möglichkeit zum Verkaufen von Gras und Heu. Es ist also keine BGA eingebaut. Das heißt, das müsste man nachbauen, sollte das gewünscht sein. Aufträge sind ebenfalls vorhanden. Wir haben die drei Tiergehege, die wir schon angesehen haben. Wir schauen uns kurz die Liste an der Geräte, die zu uns gehören, wenn wir als neue Farmer starten. Und wir können sehen, wir haben einen Kompakttraktor, wir haben einen Class 610, wir haben einen mittelgroßen Traktor, einen Axion 800 und wir haben den Axion 960, wie auch den 920er. Also vier Traktoren, das ist nicht schlecht. Ich glaube, ist ein bisschen Glas angefressen, aber das ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Denn wir haben auch hier den Trion 720 und wir haben sogar noch den Thorion 1511, der zum Equipment gehört. Beim Pflanzenschutz haben wir natürlich auch eine französische Marke, das ist Bertou. Dann haben wir Auto, wir haben einen Anhänger, Schneidewerker haben wir beides. Dann gibt es einen großen Pflug, Rubber, eine Sämaschine. Eine Einzelkorn-Sämaschine, dann haben wir ein Güllefass, wir haben ein Strohstreuer und wir haben einen Futtermischwagen. Wir haben auch einen Transportwagen für das Vieh, dann haben wir natürlich noch eine Radladerschaufel. Des Weiteren haben wir noch den Schneidewerksanhänger und wir haben hier noch ein Gewicht, das haben wir rumstehen sehen. Wir gehen auf den obligatorischen Rundflug. Und als erstes fällt auf, dass die Zeichendistanz für den Wald sehr klein ist. Also das ist egal, wenn ich jetzt hier lang gehe, laden die Bäume so rein. Es kann sein, dass es Performance spart. Und auch hinten löst sich das quasi wieder auf. Die Karte ist alles andere als flach. Es hat ein sehr ausgeprägtes Höhenprofil drauf. Traffic und also Verkehr und Traffic hat es auch drauf. Hier können wir ganz klar sehen, dass dieses Gebiet so im, sagen wir, Jura-Gebiet ist, ein bisschen hügelig, nicht bergig. Dann haben wir hier eine dieser Bauflächen für Produktionsstätte oder wenn wir einen eigenen Hof aufbauen möchten. Hier gibt es auch andere Flächen. Es gibt nicht viel Abwechslung auf der Karte. Es ist ein sehr, sehr ländliches Gebiet mit sehr, sehr viel Landwirtschaft, mit sehr viel Flächen für Landwirtschaft. Die Felder sind ja halt einfach in der natürlichen Form. Ich denke, man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe machen können bei der Dekorierung der Karte. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eine Karte, die vielleicht ressourcensparend ist. Es scheint auch eine neue Textur zu geben. Das ist Farn. Farnfelder. Ich weiß nicht, inwiefern man dieses nutzen kann. Ja, ich glaube, da gibt es nicht mehr wirklich viel zu sagen. Die Karte ist ziemlich simpel und ja, wir können noch kurz noch unseren Tierhof angucken. Da sind die Standardgebäude drauf. Ich würde mal sagen, das wäre es mal zu dieser Karte hier.
Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod. Und zwar heißt diese Quickie Backheber Pack. Kommt von Nicopix, Downloadgröße 2,21 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Big Back Hebern. Und zwar zum ersten Mal den Big Back Lifter Single. Der kostet 700 Euro, wiegt 250 Kilo und kann angebaut werden, entweder an den Frontlader oder an den Teleskoplader. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Zum zweiten haben wir den Dual, also den für zwei, der wiegt 300 Kilo und kostet 1250 Euro. Die Armhöhe hier kann gewählt werden zwischen 0 cm, 17, 34, 51 cm und zurück zu 0. Auch hier gibt es die Möglichkeit zur Nutzung als Frontlader und als Teleskoplader. Die Hauptfarbe haben wir gesehen aus der Standardpalette. Natürlich gibt es noch den Triple, der wiegt 350 Kilo und kostet 1500 Euro. Hier haben wir dieselben Optionen mit den Höhen und natürlich auch die Optionen zum Anbau. Wir kommen zum Mattrot BM6. Dieser kommt von Simulator Games und BPK. Downloadgröße 3,92 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein Mulcher mit dem Gewicht von 4,7 Tonnen, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,7 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und kostet 9.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg und das war's auch schon zu den Konfigurationsmöglichkeiten. Zum Transport wird dieser hier angehängt, so wie er hier steht, und für die Feldarbeit wird er umgehängt, und zwar hier lang, und damit hat er eben dann auch die Arbeitsbreite von den erwähnten 4,7 Meter. Die nächste neue Mod heißt Fortschritt E516 Mähdrescher Pack. Dieser kommt von AAA Modding, Downloadgröße 64,86 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit vier verschiedenen Teilen plus natürlich dem Mähdrescher. Der kommt standardmäßig mit der Leistung von 228 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 300 Litern, 33 Litern DEF, 25 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, der Korntank fast 4500 Litern und der Preis für den Drescher bei knappen 90.000 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden zwischen Standard, dann den 516er Blau, den 516er B Blau, dann das 516er in Hellbraun, B Hellbraun, dann im Normalbraun, B Braun, dann nochmal Braun, nochmal B Braun, dann Grün und zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Lizard und bei Lizard haben wir sogar die Möglichkeit, ein Bandlaufwerk hinzuzufügen. Die Kapazität kann erhöht werden von 4500 Litern zu 5500 Liter. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft natürlich klar entweder das Bandlaufwerk und natürlich die Felge. Dazu gibt es das normale Schneidewerk, das hat eine Arbeitsbreite von 6,7 Meter, wiegt 2,1 Tonne, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 21.000 Euro. Die Teilerspitze kann geändert werden von dieser zu dieser hier. Dann gibt es bei den Abziehbildern, also das Logo kann hier gewendet werden und zwar von hier zu hier, also Abziehbilder 1 und 2. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der typischen Fortschrittfarbpalette. Dazu gibt es den Schneidewerkswagen, der wiegt 2,2 Tonnen und kostet 1550 Euro. Auch hier haben wir dieselben Farboptionen. Des Weiteren haben wir den FKA 602. Das ist das Maisgebiss mit der Arbeitsbreite von 4,6 Meter und einer Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Dieser wiegt 635 Kilo und kostet 17.000 Euro. Das Design kann geändert werden zwischen Standard und SZ6. Und die Hauptfarbe hier kann gewählt werden aus der Standardpalette, die etwas erweitert worden ist. Dann haben wir noch das Sonnenblumenschneidewerk. Das ist dieses hier, wiegt 2,1 Tonne, hat eine Arbeitsbreite von 6,7 Meter, 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet knappe 20.000 Euro. Auch hier können die Abziehbilder verändert werden, zum 1 und 2. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der natürlich schönen Farbpalette für Fortschritt. Und die Designfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette. So, das war das Sound von diesem Drescher. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Kuhstallpack.
Dieser kommt von 20mm Normandy, Downloadgröße 18,63 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe. Da haben wir zum einen diesen hier. Das ist der für 140.000 Euro. Und dann haben wir noch den doppelt so großen. Das ist der, der da steht. Der ist zu haben für 280.000 Euro. Unterhalt pro Tag liegt zwischen 70 und 140 Euro. Der große bietet Platz für 140 Kühe. Hier ist der Absturzpunkt. Und hier haben wir natürlich dann diesen Stall. Sehr schön gemacht, finde ich. Hier haben wir die Einfahrt zur Fütterungsstelle. Hier muss man rückwärts reinfahren. Hier gibt es keine Durchfahrt. Mal gucken, ob hier Heuballen angenommen werden. Das ist in der Tat der Fall. Und dann schauen wir dasselbe noch nach für die Strohballen für das Bett. Die wird so hier nicht angenommen. Das heißt, die muss wahrscheinlich eingestreut werden. Genau, die Strohballe wird nicht angenommen. Die nächste neue Mod heißt Dieselproduktionspack, kommt von MTL Modding Team, Downloadgröße 8,02 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit verschiedenen Teilen. Zum einen hier natürlich die Fabrik, das ist diese hier, Kostenpunkt zum Platzieren 170.000 Euro, Unterhalt pro Tag unter 20 Euro. Des Weiteren haben wir hier bei den Verkaufsstellen haben wir den Dieselverkaufspunkt, das ist dieser hier, Kostenpunkt 100 Euro. Und dann haben wir natürlich noch den Tank, der auf die Farben platziert werden kann. Das ist diese hier, Kostenpunkt 25.000 Euro. Zusätzlich haben wir noch die zwei umgebauten Tankanhänger, und zwar den MKS 8 und den MKS 32. Die sind beide umgebaut worden. Das Volumen hat sich nicht verändert. Was geändert worden ist, ist die Kapazität, einmal Wasser und Milch. Und einmal Dieselkraftstoff. Die Hauptfarbe hier kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Das gilt für beide dieser Anhänger. Wir schauen uns mal das Produktionsrezept an. Und zwar braucht es Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen. Und zwar in diesen Mengen hier, um 1500 Einheiten Diesel zu erzeugen. Wir kommen zum Funkturm. Dieser kommt von Karl TG, Downloadgröße 2,48 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und den Generatoren. Das ist dieser Punkt hier. Kostenpunkt zum Platzieren 25.800 Euro, Unterhalt pro Tag 10 Euro und generiert Einkommen von 67.872 Euro pro Monat. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt diese Hörmannhalle 18x9. Diese kommt von Philipp Player 54, Downloadgröße 0,96 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Halle hier natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäuden und Hallen. Kostenpunkt zum Platzieren 80.000 Euro. Unterhalt pro Tag 50 Euro. Wie gesagt, die Maße sind 18x9 Meter. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Diese Woche war es ziemlich ruhig mit den Mods. Ich hoffe, das wird nächste Woche wieder ein bisschen bewegter werden. Die Testliste ist ziemlich lang für morgen oder für die nächsten Tage. Bitte haltet die Augen offen. Morgen kommt die Italienkarte raus. Natürlich werden wir uns diese angucken. Eventuell sogar mit einem Livestream. Und natürlich dann könnte ich mir vorstellen, dass wir darauf unser Community-Projekt darauf starten können. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch das kostenfreie Abo ab, willst du keine weiteren Videos auf diesem Kanal verpassen. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei The German Locomotive Driver alias Loki bedanken für das Sponsern dieses Videos. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. In diesem Sinne wünsche ich allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt den Sommer, macht's gut. Wir hören uns spätestens am Montag wieder. Bis dann, danke, tschüss und hasta luego.